Da war es aber noch kräftiger, da ist noch mit Wind reingekommen, beziehungsweise Schnee mit reingeweht. Sind widrige Bedingungen hier. So, und Daja Domracheva kommt hier schon wieder in den Stadionbereich. Ja, nichtsdestotrotz, die Vorderen haben getroffen. Das sind dann doch wieder die Namen derer, die man auch absolut sonst kennt. Gell? Das sind also immer vorne anscheinend die Besten. Klaus Siebert, Trainer von Daja Domracheva, hat sie ganz nach oben geführt, in die Weltspitze. Franziska Preuß nach wie vor 9. Platz, zumindest bei der vorletzten Zwischenzeit. Sie müsste jetzt dann gleich, jetzt hat sie einen Platz verloren, 10. Ja, 1,37 zurück hinter ihr. So, zweites Schießen, wieder liegender Anschlag, so ist ja die Reihenfolge. In der Verfolgung, liegend, liegend, dann stehend, stehend. Da wird sich noch mal viel neu sortieren. Ja, und jetzt wird es wirklich kritisch. Jetzt kommt eine schwere Böe, unmöglich zu schießen. Also es macht so keinen Sinn. Kein Wettbewerb, der viel aussagt. Geht nicht. Da kannst du das Gewehr gar nicht ruhig halten, selbst im liegenden Anschlag. Jetzt besser Plattland, sehr gut. Stark. Großer Respekt. Großer Respekt hier vor Ann-Christine Flattland und auch Daja Domracheva. Das haben sie sehr, sehr clever gemacht. Lange gewartet. Vielleicht war es dann ein wenig besser, auch Olga Saitseva, bekanntermaßen ja eine starke Schützin. Jurijeva mit nur einem Fehler, wer hätte das gedacht, als sie hier reingelaufen sind, alle, bei diesen Windböen, dass sie so durchkommen. Ja, man hat ja gesehen, sie hat gewartet, Domracheva hat gewartet, bis es einfach, man hat ja optisch erkannt, dass der Schnee da nicht mehr so geweht hat und dann haben sie die Situation genutzt und eben geschossen. So, Franziska Preuß, nochmal so wie eben. Also alles treffen. Leicht gesagt. Aus der warmen Kabine heraus. Andrea Henkel ist auch da. Ja, jetzt wird es wieder stärker. Ja, drei bei links hat sie jetzt gedreht. Andrea trifft auch nicht den ersten. Schon drei sind auch momentan bei diesen Windverhältnissen vielleicht zu wenig. Ja, da kannst du es vielleicht mit Anhalten versuchen. Sukalova, schau, 4 Fehler. Ja. Ja. Mit Anhalten meine ich, dass man das Ziel nicht mittels Visierlinie anvisiert, sondern einfach etwas weiter links oder rechts anhält, um vielleicht ein wenig Glück zu haben. Also alle jetzt hier mit 3, 4 Fehlern gehen sie raus. Tiril Eckhoff schafft es, 4 Scheiben zu treffen. Bemerkenswert. Damit macht sie natürlich einen großen Sprung nach vorne im Feld. Andrea Henkel, 3 Fehler, wir haben es gesehen. Der 18 Elise Ringen, 3 Fehler für die Norwegerin. Evi Sachenbacher-Steele am Schießstand, 2 Schuss, 2 Treffer. Schieß einfach weiter, Evi. Auch Franziska Hildebrand, ja, kommt gut durch. Jawohl. Ach, ganz stark, Evi Sachenbacher-Steele. Guten Moment erwischt, alle Scheiben getroffen. Auch Franziska Hildebrand, noch ein Fragezeichen. Nee, muss in die Strafrunde. Aber starkes Schießen von Evi Sachenbacher-Steele, wo hier viele sich Strafrunden einhandeln und nicht nur eine. Kommt sie durch, trifft alle 5 Scheiben. Und geht als 11. in die nächste Laufrunde. Jetzt also beste Deutsche. Es führt Ann-Christine Flattland.
vor Olga Saitseva und Daria Domracheva, die in einer knappen halben Minute beieinander. Laura Dahlmeier kommt hier an. Dann Jurieva, Witkova und Tora Berger auf dem 7. Rang rausgegangen. Evi Sachenbacher, Steele jetzt Rang 11. So schnell geht's. Zwei Fehler. Zwei Fehler, kannst du gar nicht sagen. Nein, überhaupt nicht. Also schon das Anschießen bei diesen Bedingungen immer eine besondere Herausforderung. Miriam Gössner, noch keine Scheibe getroffen. Aber für sie zählen hier andere Dinge. Erst einmal reinfinden, sie braucht Rennen. Selbstvertrauen bekommen in den Körper wieder nach der schweren Verletzung. Tja. Diese Bilder, schauen wir mal, da kommt Evi Sachenbacher stehen, ja. Legt sich hin. So. Oh ja, und der Wind. Der schießt gleich mal die Strecke weg, schau hin. Nee, also man kann diese Ergebnisse auch so richtig einschätzen, kann man sie nicht. Ja. Das ist ganz schwierig. Es macht so keinen großen Spaß zuzuschauen. Hier also der Stand nach dem zweiten Schießen. Ann-Christin Flatland vor Saitseva, Domracheva, Jurieva, an 6 Olena Petruschna und Tora Berger, die Weltmeisterin in dieser Disziplin der Verfolgung auf dem 7. Rang. Evi Sachenbacher-Steele als beste Deutsche auf dem 11. Platz. Franziska Hildebrandt momentan 17. Und dann kommt ja jenes noch schwierigere Stehenschießen. Ja, da bin ich ja jetzt mal neugierig, wie sie das lösen. Also wenn die Vorderen da auch treffen, Chapeau, das wäre schon wirklich gut. Aber noch schöner wäre es, wenn der Wind einfach nachlässt, jetzt im Augenblick. Ja, also ich höre gerade, dass die Jury so ein Stimmungsbild einholt bei den Trainern. Ja. Die Deutschen, die Franzosen beschweren sich alle ein bisschen, dass das so keinen Sinn macht. Hier haben wir Gerald Hönig.